Bayern, für Deutschland, für die CSU. Auf geht's, liebe Freundinnen und Freunde. Wir starten durch. Dankeschön. Ja, ja. Das reicht nicht. War jetzt keine starke Rede, ne? Wissen Sie selbst. Es war eine großartige Rede, die auf Sachlichkeit, nicht auf Klamauk, sondern Markus Söder hat die Probleme, die Herausforderungen beschrieben und auch Lösungen angeboten. Sachlichkeit brauchen wir hier gar nicht. Wir brauchen Skandale. Und die werde ich jetzt besorgen. Herr Stoiber, schönen guten Tag. Ich bin heute hier, ich möchte der CSU helfen. Ja, das glaube ich ja. Das glauben Sie mir nicht? Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Bei den Freien Wählern läuft es ja jetzt so super, weil Aiwanger diesen Skandal hatte, diese Jugendsünde. Und jetzt suche ich nach Jugendsünden von Herrn Söder. Sie kennen den Mann. Was hat Herr Söder für Jugendsünden? Ja, wir wollen uns doch mal mehr darüber unterhalten, wer hat die Kompetenz in diesen Schwierigkeiten. Also doch nicht über Söder reden? Nein, gar nicht mehr. Ich weiß, wie man so Kampagnen macht, wie es richtig läuft. Er braucht jetzt einfach eine Kampagne wie Aiwanger und muss dann in die Opferrolle ganz schnell. Und dann werden die Leute ihn wählen. Das war genial von Aiwanger, das braucht Söder jetzt auch. Ganz klare Sache. Das braucht Söder nicht. Doch. Aiwanger hat es nicht gebraucht und hat es auch gar nicht initiiert. Ja. Und das waren auch die Medien. Völlig das überflüssig. Ja, aber wir können das doch leisten. Nein. Was halten Sie von folgender Skandalschlagzeile? Söder hat mich begrapscht. Jetzt spricht der Baum. Geburtsurkunde aufgetaucht. Söder hat preußischen Migrationshintergrund. Also das wäre ganz schlecht. Er kommt ja schon aus Franken. Das ist ja dann auch nur 50% Bayern. Also insofern wäre das nicht gut. Was ist schlimmer, Franke oder Preuße? Ja, schon Preuße. Es gibt einen Blackfacing-Skandal. Wer soll das sein? Herr Söder ist das. Wie, wer soll das sein? Jetzt verleugnen Sie ihn doch nicht, Ihren Chef. Nein, also schlecht gemacht. Schlecht gemacht, das ist sein Kostüm. Das ist keine Montage. Das hat er wirklich so angesagt. Da sieht man mal, wie vielfältig er ist letzten Endes. Gell? Wussten Sie, dass Söder mal eine Transfrau war? Schaut aber wunderschön aus. Haben wir nicht nötig. Und nochmal, seit 30 Jahren, dass die Medien das überhaupt nötig hatten. Sie hätten es nicht gemacht. Sie sind ein direkter junger Mensch. Aber nicht. Klar hätte ich das gemacht. Doch. Nein, ja, nun gut. Die Süddeutsche hat es gemacht. Ja, aber ich hätte es gemacht, ich hatte ja nicht die Infos. Da hätte ich natürlich hätte ich eine Riesengeschichte draus gemacht. Na klar, da hätte ich ja eine Beförderung für gekriegt. Also da halte ich Sie für seriöser. Ich bin null seriös. Bei Ihnen vielleicht haben Sie eine Jugendsünde, da kann man sich ja inspirieren lassen. Ja, ich habe mal meinen Lateinlehrer imitiert. Aber daran kann ich mich noch gut erinnern. Das ist alles? Das ist alles. Das ist ja selbst für bayerische Verhältnisse trist. Herr Söder. Würden Sie mir gleich 25 Fragen beantworten? Gute Freunde kann niemand trennen. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen. Ja. Also mal die Sommerpause, die er macht, die geht ja mal ein Dreivierteljahr. Warum eigentlich für die vielen Gebühren so wenig arbeiten? Aber Sie schießen aber direkt scharf hier, oder? Ich bin gleich gut gelaunt. Ich habe ja. Friedrich Merz neben mir, der ist auch gut gelaunt. Ja, der hat mir gerade mal gesagt, Friedrich Merz ist euer größter Anhänger. Also. Wir haben alles getan, um Markus Söder zu helfen. Aber vermutlich braucht er gar keinen Skandal, um die Wahl zu gewinnen. Und das ist ja auch schon wieder irgendwie ein Skandal. Hallo YouTube, unten könnt ihr den Kanal abonnieren. Er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.